Paramount Pictures präsentiert uns. Paramount? Ist das nicht eine Filmfirma? Mit sehr geiler Musik. Oh ja. Die, BBs Kids. Wer kennt sie nicht? Aus den 90ern irgendeine Serie im Amiland scheinbar. Keine Ahnung. Ihr kennt's nicht? Falls ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare. Sind irgendwelche Ghetto-Kinder? Ich habe eben mal kurz reingeguckt und man sieht schon anhand der Namen definitiv aus dem tiefschwärzesten Ghetto. LaShawn und Khalil. Ich nehme mal Khalil, weil sexy. Mit seinem geilen Hoodie. Oder ihrem geilen Hoodie. Ich konnte nicht erkennen, welches Geschlecht das ist. Es war beides einfach nur abartig hässlich. Please observe the rules while in Fun World. Enjoy your stay. In Fun World, aha. Das ist aber schön. Geile Story. Okay, wir fangen direkt an. Mit bester Slow-Mo-Action. Und wir müssen, ich weiß nicht, was es ist, riesige laufende Mäuse in Kostümen verprügeln. Wir haben drei Möglichkeiten. Guck mal, er läuft schon mal richtig wie so ein richtiger Ghetto-Papst. Schlagen, treten, ducken und springen. Das war's. Das ist das spaßigste Beat'em-up, was ich je gesehen habe. Vor allem die Gummiarme dieses Kindes. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Es ist einfach wunderbar. So, und ich weiß nicht, wie viele fucking Schläge diese komischen Ratten aushalten. Ich habe vorhin schon ein paar Mal drauf eingeprügelt. Die sterben einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich gehe einfach weiter. Oh, die hauen zurück. Die hauen sogar zurück, die Penner. Moment, kann man den Basketball da oben nehmen? Den Baseball? Ich würde den gerne nehmen. Nein, kann man nicht. Wäre auch zu schön gewesen mit interaktiver Umgebung. Aber wir sind ja leider nicht bei Turtles in Time. Oh, das sind ja Menschen drunter. Das sieht aber seltsam aus. Ein bisschen sehr gruselig. Alter Schwede, die halten mega viel aus. Wer denkt sich denn sowas aus? Vor allem diese geile Kombinationsmöglichkeit, die man hat. Treten und schlagen, und das ist so spaßig. Ich könnte mich freuen. Kann ich nicht weitergehen? Ich muss die echt kaputt hauen, oder? Alter, die halten viel zu viel aus. Oh, scheiße, ich bin in Skype noch online. Kann sein, dass ab und zu mal das Skype-Fenster aufploppt. Ist mir auch egal, bei dem Spiel braucht man auf Qualität sowieso nicht achten. Weil es mega viel Spaß macht, wie ihr seht. Ja. Ich frage mich auch, warum die so unendlich viel aushalten. Jetzt haben wir es doch endlich mal. Meine Güte. Oh, jetzt kommen hier Geheimagenten oder was? Boah. Ja, stimmt, weil wir Ghetto-Nigger sind. Und Ghetto-Nigger sind immer gefährlich. Da müssen immer die Agents kommen, selbst die Kinder sind schon gefährlich. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Das war der coole Geheimagentengriff. Das ist... Vor allem diese Musik ist auch so abwechslungsreich. Lass mich los. Mann, das ist... Ja, doch, ich würde sagen... Aufregend, aufregend. Ob man das zu zweit spielen kann? Ich habe gar nicht geguckt. Kann man bestimmt zu zweit spielen. Die halten dann immer so... Ja, es ist... Mega fancy. Mega fancy, hallo. Hui, das ist spaßig. Wenn es zu zweit gehen sollte, stelle ich das gleich mal ein. Dann musst du da hinten mitspielen. Ich habe nämlich noch Besuch. Und mein Besuch muss da mitspielen, wenn wir zu zweit spielen können. Weil alleine ist mir das doch ein bisschen zu aufregend hier. Und, oh, jetzt haben sie ihre Sonnenbrille verloren und ihr Toupet. Das ist ja witzig. Hahaha. Welche Zielgruppe ist denn das? Weil ganz ehrlich, ich hätte als Kind schon gar keinen Bock mehr, das weiterzuspielen. Die Mucke ist total spaßig und das ist ganz ehrlich, die halten viel zu viel aus. Okay, ich versuche erstmal den einen da umzuboxen. Das ist so spaßig. Immer dieselbe Taste zu spammen. Ich kann einfach im Prinzip auch nur stehen bleiben und die ganze Zeit Y spammen. Das macht sehr viel Spaß, definitiv. So, komm ran, du alter Sack. Ich hab kaum noch HP, kann ich irgendwo aufladen, bitte? Oh, ist das lustig. Ja, also, BB Kids, wer es noch nicht kennt, unbedingt nachholen! Der hat mich ja fast umgerotzt. Und, ich kenne die Serie ja auch gar nicht, oder was, vielleicht ein Film, ich weiß es nicht. Ist definitiv, oh nein, jetzt kommt hier noch so einer. Time's up. Wie, es gibt Zeit?! Minus up, bla bla bla, in the outer race, little activities for escort to your suitable attraction. Achso, nur weil wir schwarz sind, werden wir jetzt rausgeworfen. Was ein Rassistenspiel. Wir fangen doch mal von vorne an.
Kann ich irgendwie das Spiel pausieren, beenden, zurück zum Eingang? Es ist mir ehrlich gesagt zu spaßig. Ich würde mal gucken, ob es einen Zweispieler-Modus gibt. Ich schau mal eben. Leute, mega spaßig. Es gibt zwar zwei wählbare Charaktere, aber es gibt keinen Zweispieler-Modus. Vielleicht ist ja LaShawn ein bisschen besser. LaShawn. Dieses Video, wo sich die Leute über Black Ghetto Names lustig mache. Ich muss das mal irgendwie posten in die Videobeschreibung, wenn ich es wieder finde. Es ist aber wirklich so, ganz ehrlich. Die kann auch schlagen und treten. Das ist fancy. Man kann so viel hier machen. Ey, ganz ehrlich, Leute, wer sich dieses Spiel ausgedacht hat, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die Person irgendwas hat. Irgendeine ernstzunehmende Krankheit. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber mindestens Down-Syndrom ist auf jeden Fall dabei. Es kann doch nicht wahr sein. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Die brauchen viel zu viele Schläge, man kann nichts. Das ist total Slow-Mo alles. Die Grafik ist auch noch kacke, selbst für Super Nintendo-Verhältnisse. Es kann doch nicht sein. Und ich kann nicht mal das Eis da oben nehmen. Ich würde gerne irgendwie mich heilen oder so. Ich kriege auch noch von so einer Riesenratte eins auf die Schnauze. Das Spiel ist wirklich, das ist... Wieso kann ich jetzt geradeaus weitergehen? Ich laufe einfach... Achso, nee, man kann hier nicht mehr. Achso, ich wollte gerade sagen, ich laufe einfach durch. Das ist so spaßig. Was ist eigentlich, wenn ich gebückt bleibe, kann ich dann... Nee, da kann ich auch nicht schlagen. Kann ich mit L und R vielleicht irgendwelche coolen Kombos... Ah, guck mal, ich kann coole Kombos machen! Bubbidi-bub, bubbidi-bub. Wenn ich jetzt trete, kann ich dann auch... Nee, es geht, aber man haut stärker zu. Die hat auch so einen geilen Ghetto-Move drauf. Ganz ehrlich, wenn man so läuft, hat man nach spätestens 20 Minuten auf jeden Fall Rückenbeschwerden. Also man muss mit L und R kombinieren, sonst macht man gar keinen Schaden. Wofür gibt's denn die anderen Schläge dann überhaupt noch? Ich kombiniere jetzt nur noch. Da komme ich wenigstens vorwärts. Meine Güte, ist das... Das ist doch nicht deren Ernst, oder was? Das ist so schlecht. Leute, ohne Scheiß. Ich habe schon viele schlechte Spiele gespielt bisher. Aber das übertrifft alles. Bei weitem. Vor allem, wenn man mit L und R stärkere Schläge ausführt. Also man muss die beiden oder eins... Nee, okay. Man muss nur eins gedrückt halten und dann zuschlagen. Aber man macht immer denselben Schlag. Und das ist im Prinzip der eine Schlag, der am meisten Schaden macht. Kann ich so viel nehmen? Man kann ja darauf... Ah, guck mal, schau. Das ist ja spaßig. Dann nehme ich mal jetzt den Basketball. Weil ich so ein Ghetto-Kind bin und schwarze Kinder spielen ausschließlich nur mit Basketballen. Das ist totales Rassistenspiel. Wo ist die Wassermelone? Wo ist die Wassermelone und der Kentucky Fried Chicken Eimer? Das fehlt jetzt nur noch. Das fehlt jetzt nur noch. Oh Gott, das ist so schlecht. Leute, das ist so Klischee erstmal. Vielleicht ist der Film ja so klischeehaft aufgebaut. Ich weiß es nicht. Oder die Serie. Ich kenn's ja nicht. Vielleicht spielt es ja mit Klischees, aber das wäre schon ziemlich bescheuert irgendwie. Weil das ist nicht witzig. Klischees sind alt und ausgelutscht. Jetzt komm ran, du CIA-Mann. Schwarzes Ghetto. Ach, guck mal, ich geh mal lieber da rein in das Haus aus Glas. Ist das spaßig? Mensch, ich habe noch nicht so viel Spaß beim Spielen empfunden. Where'd Pee Wee go? I ain't saying bla 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 bla. Aha, schön. Toll. Oh, jetzt kommt die nächste geile Ghetto-Mucke. Muss ich da oben das. Ach, guck mal, da steht Ghetto-Kinder schmeißen mit Sachen. Darf ich jemanden verprügeln? Ah, das ist die nächste Aufgabe. Ich muss Sachen retten. Aua, hä? Hä? Muss ich da irgendwie hoch? Ich geh mal nach rechts lang weiter. Nur, das ist alles. Ich muss hier irgendwas aufhalten. Ich verstehe es ehrlich gesagt aber nicht. Darf ich den kleinen schwarzen Jungen da oben verprügeln? Ich weiß es nicht. Ich kapiere es nicht. Was muss ich denn hier machen? Ich werde doch von den Dingern getroffen. Muss ich vielleicht die Sachen dann zerschlagen oder so? Bevor sie kaputt gehen. Ich verstehe es wirklich nicht. Kriegt Sachen ab. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Es ist mir zu spaßig irgendwie auch hier die Aufgabe. Es wird aber auch nichts erzählt. Gut, man bräuchte vielleicht die Anleitung. Ich habe keine Ahnung. Muss ich irgendwas einsammeln? Da oben steht 10. Ich weiß nicht, kann ich irgendwas schmeißen mit Select vielleicht, mit L und R, mit... Ah!
Nee, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Es macht mir zu viel Spaß, Leute. Man kann es eh nicht zu zweit spielen. Deswegen würde ich sagen, holt's euch unbedingt. Das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Wir sehen uns dann beim anderen Ghetto-Spiel wieder, ihr geilen Ghetto-Säue. Also auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, bla bla bla.